Ja, herzlich willkommen zu Folge 19 des Modern Koi Home Entertainment. Ich habe vorher mit Richie telefoniert und er hat auch gesagt, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und ob ich denn nicht mal zwei Folgen an einem Tag machen könnte, weil es könnte ja immer mal was dazwischen kommen. Gerade die Datenleitungen sind sehr schwankend momentan und dass wir einfach so einen gewissen Puffer haben. Und das habe ich jetzt heute gemacht, darum weiß ich jetzt auch nicht wirklich. Ich habe Folge 19 und 20 heute aufgezeichnet. Das heißt auch, dass wir nur in einer der beiden Folgen Makoto abfischen mit drin haben, weil die ja immer nur einen Teich abfischen. Ihre Fische in den Teich bringen mit drin haben, weil die ja immer nur einen Teich am Tag abfischen. Makoto ist gerade auch am Daten hochladen, hat er mir gerade gesendet. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich Ihnen hier das Richtige erzähle, um was es geht. Wir werden Ihnen heute, das weiß ich auf jeden Fall, werden wir Shisui, Goshki von den größeren selektieren. Wir werden dann einen Showa in seiner vierjährigen Entwicklung zeigen, einer der besten Konishi Showa. Wir werden das Wachstum von 12 Karashigoi bei Arthur und Ali präsentieren und wir werden, was fehlt noch, wir werden natürlich wieder drei Kundenteiche zeigen. Also Stoff genug, also ob mit oder ohne Makoto, es wird ein langer, es wird ein sehr interessanter Block. Die Geschichte mit dem Wachstum sollten Sie sich unbedingt anschauen, das dürfen Sie auf gar keinen Fall vergessen. Eigentlich dürfen Sie keines der Themen vergessen, weil auch wieder interessante Kundenteiche dabei sind. Ja, and so on. Und dazu wünsche ich Ihnen jetzt viel Vergnügen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Karashi-Wachstumsgeschichte an und danach machen wir die Selektion und zwischendrin streuen wir immer die Kundenteiche so, dass es wieder ein abwechslungsreiches Programm wird. Danke fürs Zuschauen und danke, dass nach wie vor die Blogs am ersten Tag mindestens 3000, die meisten 3,5 oder sogar 4000 Mal angeschaut werden. Das ist schon ein stolzes Publikum und dann habe ich auch die notwendige Motivation, da Vollgas weiterzumachen, aber ich habe Ihnen ja versprochen, am Ende ist mir doch egal, wie viele Zuschauer, es macht mich natürlich stolz, wenn wir tolle Zuschauerquoten haben, aber auch 1000 Leute, wenn ich sehe, wir können alle dadurch ein bisschen weiterkommen, weiterlernen und Sie sehen, auch wir versuchen hier in der Anlage ständig weiterzukommen und ich habe es Ihnen schon mal gesagt, der größte Profiteur von diesem Modern Koi Blog insgesamt bin immer noch ich, weil ich angefangen habe dadurch noch intensiver in die Sache reinzugehen, wie ich früher das schon gemacht habe. Und das finde ich mega geil und bedanke mich auch für Ihre Unterstützung, wenn Sie Videos schicken, machen und tun. Seien Sie nicht traurig, wenn Sie ein Video geschickt haben und es ist noch nicht ausgestrahlt worden. Ich habe oben ordnerweise, also im Computer ordnerweise, die Videos liegen. Wir machen das peu à peu und auch wenn Modern Koi Home Entertainment irgendwann mal stoppen wird, wir werden die Daten trotzdem im Blog dann zeigen. Also da dürfen Sie getrost sein. Wir werden auch die anschreiben, die uns Daten geschickt haben, die nicht sendbar sind, weil die Videos nur so klein waren. Die sind sogar auf dem Handy unscharf. Und dann können Sie ja vielleicht nochmal schicken. Domo arigato gozaimashita. Und jetzt viel Spaß mit dem Karashi-Artikel. Ja, und wie in den letzten Tagen schon angekündigt, möchte ich Ihnen heute was absolut sensationell Geiles zeigen. Sie wissen, Arthur und Ali, das sind zwei Kunden und mittlerweile auch sehr gute Freunde von uns, die uns helfen, das, was wir hier Indoor erforschen, Outdoor nachzustellen. Sprich, Sie wissen ja, die haben drei Teiche zusammen, Ali seinen eigenen, Arthur seinen eigenen und dann haben sie zusammen noch eine Aufzuchtanlage. Sie messen mit professionellen Messmethoden jeden Tag Ammonium, Nitrit, Sauerstoff, pH, Temperatur, Salzgehalt, habe ich irgendwas vergessen, und Phosphat, dokumentieren das alles feinsäuberlich. Und die Jungs sind nicht zuletzt deshalb so mega geil, weil sie nicht nur Koi lieben, nicht nur Koi begeistert sind, also nicht nur von den Farben der Koi begeistert sind, sondern die lieben Fische, die machen auch seit ihrer Kindheit nichts anderes als angeln und an irgendwelchen Seen rumhängen. Und die haben vor allem mittlerweile auch Lust an dem wissenschaftlichen, an dem erforschenden Teil gefunden. Und so versuchen wir Ihnen immer, oder nicht versuchen, sondern so geben wir Ihnen immer wieder Aufgaben. Sie waren jetzt diese Woche da, haben von unseren drei Testfuttern, was Sie gesehen haben, haben Sie insgesamt 180 oder 200 Kilo mitgenommen, um das dann zu füttern, wenn ich Sie darum bitte, dass ich sage, jetzt pass auf, wir haben jetzt die letzten 4 Wochen konstant irgendwelche Wasserparameter gehabt. Und was verändert sich, wenn ihr morgen auf das und das Futter umstellt? Sind auch, wie Sie sehen, die Karashis werden ständig gemessen, die werden gewogen, auch in ihrem Teich messen und wiegen sie ihre Fische immer wieder, dass man da auch mal sieht, wie der Zuwachs ist in so einem großen Außenteich. Da werden wir auch irgendwann unter Modern Koi Home Entertainment dazukommen. Also schlicht und ergreifend, die Jungs sind Gold wert für uns. Wir haben noch andere Kunden, wo wir als Testanlagen haben, weil Sie wissen, der große Unterschied, wenn wir Indoor erforschen, das hat jetzt zwar auf Wachstum und Futter keinen Einfluss, aber insbesondere, was die Wasserchemie angeht,
was ja am Ende auch nur eine Folge der Fütterung ist. Da ist der große Unterschied. Im Außenbereich haben wir Algen, die haben Einfluss auf den Sauerstoff, die haben Einfluss auf den pH-Wert und natürlich auch auf Ammonium und Nitrit, direkt oder indirekt. Und so wollen wir da einfach wissen, ob das, was wir hier im Innenbereich, wenn jetzt zum Beispiel im Futter sehr viel weniger Ammonium oder Nitrit erzeugt, ob das, was wir im Innenteich machen, auch tatsächlich an Außenanlagen genauso standhält. Sprich, haben wir, sind die Ergebnisse, die wir hier erzielen, im Außenbereich auch belastbar, wie man so schön sagt. So, und die Außenhalterung wurde auch letztes Jahr gebaut, wurde dann mit eingefahrenem Filtermaterial bestückt. Die Kurven kennen wir, was Ammonium, Nitrit und so angeht im Jahresverlauf. Und wenn Sie sich die Geschichte hier jetzt mal anschauen, dann sehen Sie 12 Kurven und die 12 Kurven zeigen nichts, sind Geraden, die 12 Geraden zeigen eigentlich nichts anderes als das Wachstum der Karaschigoi, die Jungs hier abgeholt haben. So, und jetzt sehen Sie, die haben irgendwo zwischen 33 und 43 Zentimeter waren die groß, als sie abgeholt wurden. Und wenn Sie mal nur eine dieser Geraden anschauen, ist keine absolute Gerade, aber eine der Linien anschauen, dann sehen Sie, dass da immer kleine Pünktchen drauf sind. Und diese kleinen Pünktchen sind nichts anderes als immer der Moment, wo gemessen und auch gewogen wurde. Nur zur Wiegung kommen wir später. Und was fällt uns als allererstes auf? Die Linien laufen überwiegend parallel zueinander und das Wachstum, das die Fische gehabt haben, ist linear. Und das ist das, was ich Ihnen irgendwann mal oder schon öfters in letzter Zeit in den Blogs gesagt habe. Die typische Wachstumskurve eines Koi oder eines Fisches, man darf das nicht nur auf Koi reduzieren, ist am Anfang exponentiell, also stark. Dann haben wir eine ganz lange Zeit linearen Wachstums und irgendwann, wenn die Koi älter werden oder wenn die Genetik entsprechend so ist, dann kommt irgendwann der Punkt des verlangsamten Wachstums. So. Und wie groß ein Koi am Ende wird, am Ende seines Lebens, hängt schlicht und ergreifend davon ab, wie lange ist die Zeitspanne des linearen Wachstums. Vielmehr, das war jetzt komplett falsch ausgedrückt, das könnte man daraus ableiten. Nein, bis zu welcher Größe reicht das lineare Wachstum? Denn es hängt natürlich auch davon ab, wie stark fütter ich ein Koi. Und mit anderen Worten, und ich habe es Ihnen schon oft versucht, irgendwie klar zu machen. Wenn ich jetzt hier gesagt hätte, irgendwo in der Mitte der Grafik stelle ich die Fütterung für ein Vierteljahr ein und fütter die Koi nur noch so, dass sie auf Erhalt sind, dann könnte das Längenwachstum auf Null abbrechen, dass sie einfach auf der Stelle treten, dann geht es parallel, also dann laufen die Linien parallel unten zur X-Achse. Und würde ich dann wieder die Fütterung wie hier aufnehmen, dann würde im Prinzip diese Steigung der Gerade genau so weitergehen, wie Sie es hier sehen. Und das ist das, was wir in den Auktionen immer sagen, ein aufgeschobenes Wachstum ist kein aufgehobenes Wachstum, weil Sie verändern die Genetik der Koi dadurch nicht. Und das Faszinierende an unserer Karaschi-Linie ist, und schauen wir hier mal die Daten, das tatsächlich realisierte Wachstum an. Schauen Sie mal die oberste Linie an. Das war der größte Koi zu Beginn und das war auch am Ende der größte Koi. Und wenn Sie schauen, der ist von 63 auf jetzt 83 Zentimeter gewachsen. Und genau das macht der Unterschied des Konishi-Karashigoi zu ganz, ganz, ganz vielen anderen Karashigoi-Linien oder anderen Blutlinien, die groß werden, aus, dass die Karashigoi einfach ein unfassbar langes, lineares Wachstum haben. Und das kann mitunter auf 90, 95, 100 Zentimeter gehen. Wir haben von Sebastian den Karashi gezeigt. Der war an diesem Punkt, war er schon 45, 46 Zentimeter groß, zu der Zeit, als die Jungs die Fische abgeholt haben. Und er ist heute, wie wir gezeigt haben, ist jetzt auf 90 Zentimeter gegangen. Und das sind eben die Ausnahmetiere. Aber was können wir hier aus der Kurve noch Interessantes lernen? Wir können lernen, dass die Streuung am Anfang klein ist. Ja, wenn wir schauen, wenn wir jetzt mal den oberen Koi außen vor nehmen, dieses Ausnahmegewächs, zu dem gleich noch mehr. Wir haben hier Größen zwischen 33 und 39 Zentimeter, sind also 6 Zentimeter auseinander. Wenn wir dann, die Grafik geht bis 380 Tage, also ziemlich genau ein Jahr, dann sind die kleinsten, sind dann, jetzt muss ich gucken, ich muss das immer, 69 Zentimeter und die größten sind 78
79 cm. Ich muss kurz schauen, weil das ist, ja. Und die größten sind 80 cm. Also wir sind von 6 cm Streuung, sind wir auf am Ende gut und gerne 11 cm, 12 cm Streuung, 11 cm Streuung gekommen. So, und woher kommt das? Das liegt ganz einfach daran, ich muss immer umgekehrt denken, dass Sie es richtig sehen, diese Geraden, ja, die da verlaufen, die haben ja alle eine andere Steigung. So, und das ist wie, wenn Sie Sportschütze sind, ich bin keiner, aber wenn man hier durch Kimmel und Korn schaut und man verzieht hier am Abschussort um einen Millimeter, dann ist es einen Kilometer entfernt plötzlich 20 Zentimeter oder einen halben Meter oder weiß der Teufel wie viel. Und genau so läuft es hier auch. So, das ist erstmal interessant zu sehen. Und dann ist sehr interessant zu sehen, Sie sehen immer wieder Wellenbewegung in der Geschichte. Das ist insbesondere, wenn Sie mal ungefähr nach zwei Drittel auf der X-Achse, das ist bei Tag 310, nee, weiter vorne, bei Tag 230, da gehen plötzlich, geht das Wachstum stark nach unten bei viele Koi. Und wissen Sie, was da gemacht wurde? Da wurde Futter umgestellt. Ja? Überwiegend wurde Number One gefüttert, unser neues, unser Sensationstestfutter. Das haben Sie jetzt erst ganz am Ende bekommen und haben mich gleich nach ein paar Tagen angerufen und haben gesagt, Alter, Alter, da geht ja Ammonium und Nitrit absolut nach unten innerhalb kürzester Zeit. Ich sage, yep, und jetzt wartet mal ab, was mit dem Wachstum passiert. So, und das waren einfach immer Geschichten, wo wir gesagt haben, wir wollen wissen, was passiert, wenn ihr von Number One, was das Grundfutter war, also diese Kurven entstanden zu 90% aus Number One, was passiert, wenn auf ein anderes Futter umgestellt wird. Und wir sehen, und auch wenn Sie jetzt nicht unten die X-Achse, die Beschriftung genau sehen können, gucken Sie nach zwei Drittel, die grüne Kurve zum Beispiel, die blaue, die lilane Kurve, die brechen plötzlich ab. Ja? Die haben plötzlich erstmal kein Wachstum mehr. Und das ist eben genau das, was ich Ihnen sage, das ist der Einfluss des Futters. Viele glauben heute immer noch, man kann Koi mit jedem Scheißfutter ernähren. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben nicht nur diese 12 Fische, wir hatten insgesamt, ich habe es heute Morgen mal überschlagen, über 600 Fische hatten wir in unseren ganzen Versuchen. Wir können Ihnen über alle Varietäten, über alles Mögliche, können wir Ihnen solche Diagramme zeigen und auch zeigen, dass manche Fische ihr lineares Wachstum schon bei 50, 60 Zentimeter verlieren. Und nicht nur Männchen, mitunter auch Weibchen. Ja? Aber der Einfluss des Futters aufs Wachstum, bevor ich diese ganzen Versuche gemacht habe, hätte ich nicht gedacht, dass es so brutal ist. Aber jetzt kommt noch ein ganz entscheidender Punkt. Und das müssen Sie sich verinnerlichen. Wenn Sie jetzt mal anschauen, den obersten Fisch mit 43 cm, der wächst einfach gnadenlos durch bis 82 cm. Und ich sage Ihnen jetzt eins, das heißt nicht, dass dieser Koi am Ende der größte sein wird. Das ist möglich, dass irgendeiner der anderen 12 Koi über die Jahre sogar größer wird. Da aber die Steigung seiner Wachstumslinie entsprechend geringer ist, braucht er, um das ferngelegene Ziel zu erreichen, entsprechend länger. So, warum dieser eine Koi allerdings auf jetzt 82 cm schon gewachsen ist, hat einen ganz einfachen Grund. Schauen Sie sich mal an. Egal, was gefüttert wurde, die anderen Kurven, die haben alle irgendwie Eiern mal rum, Futter wurde umgestellt, zack, Wachstum geht zurück. Dieser eine ist der Superverwerter. Genau diesem einen Koi ist es scheißegal, was er frisst. Ja? Den interessiert nicht, wie viel Protein, wie viel Fett, wie viel von dem ist da drin, sondern der verwertet einfach bam, bam, bam und setzt es um und baut es in Wachstum an und natürlich in Volumenaufbau, wie wir morgen sehen werden. Und alle anderen, die haben einen anderen Organismus, die haben eine andere Physiologie und die haben einfach zu kämpfen. Da haben Umwelteinflüsse einen größeren Teil dazu bei. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was für Koi haben wir denn im Teich? Ja? Natürlich Konishi, wenn der seine Koi oder jede andere Koi farmt, wenn die ihre Koi 365 Mal selektiert und gemacht und getan haben und immer nur die besten rausgenommen. Ja, bei denen, da kann ich Ihnen versprechen, und da haben wir viele solche Kurven, da spielt das Futter nicht die ganz große Rolle. Ja? Weil die Tiere einfach umsetzen. Die machen einfach aus dem, was sie bekommen, das Maximum. Und das reicht immer noch aus, um richtig zu wachsen. So, und mit was für Koi haben wir es in unseren Teichen zu tun? Wir haben es. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wir vergleichen jetzt mit den Topfischen der Koi-Farm. Wir haben es
mit den ganz normalen, mit der ganz normalen Physiologie zu tun, mit den sensibleren Tieren. Und wir sehen hier, was es bedeutet, wenn man mit sensibleren Tieren arbeitet, dann nimmt die Wichtigkeit der Wertigkeit des Futters plötzlich zu und hat eine unfassbar wichtige Bedeutung. Und darum denke ich, an dem Thema sollte man unbedingt dranbleiben. Und das war genau das, was wir mit unserem neuen Futter erreicht haben, was wir erzielt haben, dass wir plötzlich den, ich sage es jetzt mal lapidar und überspitzt, was wir den Mimöschen geben müssen, dass die auch auf ihrer Wachstumsgeraden ganz normal bleiben und keine Einbrüche bekommen, weil ich kann Ihnen auch sagen, wir haben ja hier, wenn Sie mal die grüne, das ist jetzt eine, wo man es richtig schön sieht, wie es mal einen Zacken nach unten macht, aber auch andere, die darüber liegen, dass man eben, ja, was ich sagen wollte, sorry, ich habe mich jetzt verhaspelt, auf der grünen Linie, da sieht man, dass es nach unten geht. Dann stellen wir uns die Frage, wenn wir jetzt dieses Futter, was wir damals gefüttert haben, wenn wir weiter füttern würden, klar spielt da die Futterumstellung erstmal auch eine Rolle, aber wir haben das schon einige Tage gefüttert. Wenn wir das jetzt weiter füttern würden, dann würde das heißen, dass die Steigung der Wachstumskurve, der Geraden, dass die plötzlich von so auf so abfällt. Und das ist genau das, was Sie mit dem Futter tun. Beim Topfutter haben Sie bei einem Koi X diese Wachstumsgerade und Sie stellen das Futter auf ein minderwertiges um, dann sind Sie hier. Gerechnet auf die Endgröße, und jetzt sind wir wieder mit bei Kimme und Korn, gerechnet auf die Endgröße haben Sie hier nicht um einen Millimeter verzogen, sondern um 3 Zentimeter verzogen. Dann liegt das Ziel in unfassbar weiter Ferne und ist vielleicht auch gar nicht realisierbar. Also die Endgröße. Und wenn Sie ein Topfutter, und spielt natürlich auch das Wasser eine Rolle, wenn Sie ein Topfutter haben, bam, geht plötzlich Ihre Wachstumsgerade deutlich steiler ab und Sie haben plötzlich das Ziel in naher Zukunft. So, und das ist genau das, was den Leuten bei unserem Number One schon aufgefallen ist, dass die Koi alle viel brutaler wachsen, dass das alles ganz anders ist, das Wachstum. Und da haben wir nichts anderes gemacht. Und jetzt wird es verständlich, als die Wachstumsgerade der Koi einfach steiler. Und das sehen Sie genau hier an diesem Diagramm. Und morgen schauen wir uns, und das ist genauso interessant, das dürfen Sie nicht verpassen, morgen schauen wir uns dann noch an, wie es mit der Gewichtszunahme aussieht bei exakt diesem Koi. Ja, auch heute wieder ein Koi in seiner Entwicklung. Ich habe mich heute für einen Shoba Tadigoi entschieden. Ein unglaubliches Tier, das Sie jetzt schon mal links neben mir sehen. Und geboren ist er 2016, müsste das gewesen sein. Genau, 2016, 2015 ist er geboren. 2016 oder 2015. Also er war letzten Herbst, war er 4 Jahre alt. 19, ja, dann ist er 2015 geboren. Ne, 2016 ist er geboren. Falsch, völlig falsch. 2016 ist er geboren, jetzt habe ich einen Rechenfehler gehabt. Da muss man immer wegen einem Jahreszahlumsprung. Also, Sie sehen hier drüben einen Shoba mit 44 cm. Einer der größten Tosai, die wir hatten. Einer, der mit dem besten Rot, der hat so ein typisches, richtig kräftiges Kohaku-Rot gezeigt, wobei es eigentlich schon fast in Richtung Sanke geht, wenn man sich das anschaut. Und es war der Tosai mit der besten roten Zeichnung. Also fünffach abgestuft, das sieht man bei Shoba selten. Und wenn es dann noch so gleichmäßig ist, ist das eine absolute Wucht. Das Schwarz, man hat gesehen, es kommt auf roter Zeichnung wie auf weißer Haut. Das würde sich entwickeln, da war man sich recht sicher. Aber eine Garantie gibt es natürlich nie. Bei Shoba ist es einfach so. Und jetzt schauen wir uns deshalb gleich mal den Nissai an. Und wenn Sie den Nissai anschauen, dann sehen Sie, das Rot hat er perfekt behalten. Und wie erwartet ist dann das Schwarz gekommen. Und das Schwarz hat sich sogar in einer Form gezeigt, dass man weiß, irgendwann wird sich der Koi wirklich über eine richtig große und wahrscheinlich auch ausgeglichene schwarze Zeichnung freuen können. Und dessen Besitzer, wenn er denn mal irgendeinen hat, weil das ist wirklich ein unfassbar teures Tier, natürlich noch viel mehr. Allerdings, und das ist ein bisschen vom Trend, vom aktuellen Trend entfernt, das Schwarz war nicht nur auf weißer Haut, wie man sich das heute wünscht, so Tsubosumi, dass man einen Shoba hat, wo die rote und die schwarze Zeichnung überwiegend getrennt voneinander ist. Das sind die Fische, die dann auch auf der Shinkokai punkten, vor allem in Größenklassen bis 70, 80 cm. Das war es nicht, das war auch klar. Das wird mehr so von der Zeichnung dann doch wieder traditionell. Aber wie es am Ende werden würde, das stand noch in den
in den Sternen, das konnte man nicht sagen. Das Wachstum ging vom Tosai 44, Nisai 57, das ist gut, hätte aber auch 60 cm sein können, aber die Körperform war nach wie vor so, dass man sagen konnte, wow, richtig geil, wird richtig groß. Und ich glaube sogar, Makoto hat ihn damals als Uri Takunai erklärt, das war unverkäuflich, also er hat keinen Preis bekommen. Das war anders, also dann dreijährig mit 68 cm aus dem Naturteich kam, hat also 11 cm gemacht, das ist sehr gut, das Bild sehen Sie jetzt. Und er hat weiter sein Schwarz entwickelt, allerdings überwiegend auf der roten Zeichnung, wenn Sie das anschauen. Springen wir mal ganz kurz zurück zum Nisai und dann wieder zurück und hin und her und hin und her, sodass die Leute das kurz sehen. Und dann sieht man, auf der weißen Haut ist es mehr oder weniger zum Stoppen gekommen, wohingegen auf dem Rot das Schwarz sich langsam durchgedrückt hat. Und die 68 cm, der Körper nach wie vor ein makelloses Rot und immer noch richtig kräftig im Ausdruck, war ganz klar, der Koi ist nach wie vor top Tategoi. Und man sieht auch in seiner rechten Brustflosse und linken Brustflosse, dass auch Motoguro sich angefangen haben zu bilden. Und Motoguro, das wissen Sie mittlerweile, das ist ein Indiz, um nicht zu sagen fast schon ein Garant dafür, dass sich zukünftig Schwarz entwickeln wird. Und darum schauen wir uns jetzt vierjährig mit 75 cm und jetzt schauen wir uns das Video an. Du lässt es in Dauerschleife laufen, Richie. Und da hat er jetzt gezeigt mit den weiteren 7 cm Wachstum, dass seine Körperform herausragend gut ist, also wirklich herausragend, weil bis dato, dreijährig, 68 cm, war schon gut. Aber das haben andere Showa mit einer schlechteren Körperform auch geschafft oder schaffen das auch. Aber jetzt nach hinten, und das ist was, wo wir jetzt genau im nächsten Beitrag, wo es um Karashi-Wachstum geht, zeigen werden, wie lange das lineare Wachstum eines Koi anhält. Also wie lange er es schafft, wirklich jedes Jahr einige Zentimeter zu machen. Das ist der Unterschied. Ich sage auch von vielen Karashi-Plagiaten, die da gezüchtet werden, auch mit unseren Blutlinien, das ist jetzt nicht böse gemeint, die wachsen häufig bis 70, 80 Zentimeter wie unsere und plötzlich bricht das Ganze ein und das unterscheidet einfach Topfische. Aber zurück zu dem Showa, was sehen wir? Er hat sein Schwarz deutlich zurückgebaut und das überwiegend auf der roten Zeichnung. Seine Motoguro sind beidseitig stärker geworden und wir haben mir vor einigen Tagen schon mal einen Showa angeschaut. Ich weiß jetzt nicht, ob es gestern oder vorgestern war. Allen Quatsch kann ich mir auch nicht merken. Aber wir sind uns ganz sicher, der Koi wird noch ein absoluter Überflieger werden und das Schwarz wird auch wieder zurückkommen. Denn da, wo das Schwarz noch vorhanden ist, sieht man, ist es extrem scharf abgegrenzt. Richtig cool. Das Rot ist nach wie vor absolut schadlos. Und wir gehen davon aus, dass er dieses Jahr aus dem Naturteich mit über 80 cm oder zumindest mit 80 cm zurückkommen wird. Also die Körperform ist eine Sensation. Und wahlweise wird er dann verkauft oder zum Elterntier erklärt oder auch mal auf einer Ausstellung gezeigt. So, das war der Koi von heute. Auch wieder ein Traumkoi, Prachtexemplar, ein Koi, für den man mehrere 10.000 Euro investieren muss, wenn man irgendwann sagen möchte, und das ist meins. Ja, heute, wie gesagt, selektieren wir die Kutschaku und einige Kawarimono. Und wenn gestern auch die Shusui schon super waren, die Goshki gut waren, richtig gut. Ich glaube, die Kutschaku, was wir heute sehen, das ist insgesamt in dem Becken die Varietät, was am meisten losgeht, von der Größe und von der Qualität. Und da schauen Sie mir, wenn Sie möchten, wieder über die Schulter. Und ich kann Ihnen das eine oder andere dazu sagen. Gestern sind 6, die sind ja noch hier drin, der Block ist ja einen Tag vorher aufgenommen worden. Gestern sind 6 ausgeschieden und dann schauen wir mal, wie viel heute nicht über die Ziellinie kommen. Oder wie man in DSDS-Deutsch sagt, nicht in Recall kommen. So, hier haben wir den ersten Schwung. Und zuallererst fällt mir er hier auf. Geiles, geschmeidiges Rot, toller metallikfarbener Glanz, tolle Zeichnung. Und ich kann Ihnen sagen, vor 20 Jahren, als ich zu Konishi kam, als die Blutlinie noch in den Ursprüngen stand, wäre das ein kleiner Koi gewesen. Der wäre sogar in Naturteich gekommen. Auch wenn er eine rote, eine weiße Flosse hat. Aber die Blutlinie ist so stark weiterentwickelt worden, dass es heute alles anders aussieht. Genauso er hier wäre ganz genauso vor 20 Jahren ein top, top, top Nachkomme gewesen. Schauen Sie sich den Kopf an. Und einfach eine Zeichnungsfrage. Und wenn Sie sich die Koi anschauen, die sind ja viel, viel größer als die anderen. Und das hat schlicht und ergreifend mit dem Karashi-Blut zu tun. Wo die 12,5% drin haben, schauen Sie sich den an. Auch richtig geil.
Richtig toller kleiner Kutscherko. Also da werden Sie in einigen Monaten staunen. Auch er hier einfach nur zu schwer gezeichnet. Ansonsten ein sagenhafter kleiner Kutscherko. Bei dem hier weiß ich nicht. Weiß einer von Ihnen, kann er mir schreiben? War es ein Kutschaku oder haben wir den schon als Ginmatsuba reingesetzt? Also hat er das Rot verloren oder nicht? Aber da Ginmatsuba auch wunderschöne Fische sind, nehmen wir ihn mit. Und vergleichen wir mal das Rot. Gucken Sie mal ihn an. Er ist vom Rot heller und auch etwas fleckiger. Wenn Sie dann zum Beispiel ihn hier, der zwar kleiner ist, anschauen, der hat eine höhere Rotqualität. Aber beide sind noch so, dass sie auf jeden Fall in die nächste Runde kommen. Das war der andere. Also die sind richtig geil geworden, haben sich richtig toll entwickelt. Er ist klein, aber dennoch fein. Und nicht so klein, dass wir sagen, wir trennen uns wegen der Größe von ihm. Das gleiche gilt für ihn. Und die zwei letzten hier, die sind einfach schwer gezeichnet, aber an und für sich trotzdem tolle Koi. Ich bin jetzt in Folge gespannt, wie sich das Kutschaku-Hahn, die Kutschaku, Beschuppung entwickeln wird, wann die mal klarer, deutlicher wird. Und das dauert gar nicht mehr so lange. So ab 30 cm können wir damit rechnen. So. Also einer der Kutschaku ist übrigens ein Hanhangoi, ein halbmetallikfarbener Kutschaku. Vielleicht haben Sie ihn schon entdeckt. Dann haben Sie ein sehr gutes Auge für metallikfarbenen Glanz. So, das war's schon mit Kutschaku, wie es aussieht. Yep. So, wenn Sie jetzt mal anschauen, gucken, ob die Kamera noch läuft. Genau, wenn Sie mal anschauen, ihn hier und beispielsweise mit ihm hier vergleichen. Und ich halte sie mal nebeneinander. Sehen Sie das? Er ist vollmetallikfarben, er ist halbmetallikfarben. Gucken Sie mal nur auf die Brustflossen in meiner Hand. Bei ihm hier, da sehen Sie weiße Brustflossen und hier sind sie transparent. Also bei ihm ist nur das Rot halbmetallikfarben und der restliche Körper ist eigentlich wie beim Goschki nicht metallikfarben. Und, da sind wir schon beim Thema, der Kutschaku ist eigentlich nichts anderes als der metallikfarbene Goschki. Der ist sehr schön. Geht mit. Er hier, auch vor vielen Jahren, wäre der garantiert erstmal weiter großgezogen worden. Die Körper sind sensationell. Dann haben wir ihn hier, schöne Zeichnung. Nicht ganz der brachiale Körper momentan, aber das kann noch werden. Dann haben wir ihn hier als sehr schönen Koi. Und ich würde fast sagen sogar, Zeichnung, Körper mit allem drum und dran, auch wenn er halbmetallikfarben ist, aber die Kashi da unter den Kutschaku. Der erste, den wir aus der letzten Runde hatten, und er hier, das sind schon Raketen. Er hier hat einen wahnsinnig metallikfarbenen Glanz. So. Und der Zwerg hier ist mir zu dunkel und zu klein. Immer noch schöner Fisch, aber der bleibt hier. Und er hier ist genau an der Grenze. Darf aber mit. So, dann machen wir uns an die metallikfarbenen Ochiba, Hikari Ochiba, zum ersten Mal dieses Jahr gezüchtet. Und das haben wir ja schon gelernt. Da kommt die Netsu Ogon raus, was eigentlich der metallikfarbene Soragoi ist. Wir haben die metallikfarbenen Chagoi. Und das alles in unterschiedlichen Farbschlägen. Und dann hier kommt ein metallikfarbener Ochiba, der mit dem dunklen Kopf hinzu. Ich setze mal ein Ochiba mit rein, dass Sie den Unterschied sehen, dass man den Unterschied zwischen den Varietäten deutlich machen kann. So. Hier noch einen. Setzen wir alle auf einmal rein. Und das ist kein Yamabuki. Auch das ist ein Farbschlag von einem metallikfarbenen Chagoi. Auch das hier ist dabei rausgekommen. Und das. Das ist ein Hanhan Ochiba, halbmetallikfarben.
Soll das nichts gewesen sein. Yep. So, also, die kommen alle, bis auf diesen hier. Und das ist schön, dass sie die gleiche Zeichnung haben. Das ist ein normaler Genrin Ojibwa. Hat halt nur am Kopf ein braunes Abzeichen. Wenn Sie den anschauen und dann mit ihm vergleichen, das ist ein Hikari Ojibwa Metallicfarben. Schauen Sie wieder auf die Brustflossen. Hier sehen Sie schöne metallicfarbene Brustflossen, die deckend sind. Und beim normalen Ojibwa sind sie transparent. Da sehen Sie meine Hautrunde. Wenn man beide nebeneinander hält, sehen Sie das normalerweise wunderschön. So, aber ist ein witziges Kerlchen, der geht mit. Und auch der Ojibwa Genrin geht mit. Er hier, boah, ich glaube, von dem trenne ich mich jetzt. Der sieht ein bisschen schmutzig aus. Also das ist nicht das, was man jetzt wirklich sucht. Er hier, der sieht witzig aus. Den kann man noch eine Runde weiter schwimmen lassen. Er hier, ich vermute, dass er Hikari Ojibwa ist, könnte aber auch ein Kinmatsuba aus der Kuchaku-Blutlinie sein. Muss man auch noch abwarten. Aber darf auch auf jeden Fall mit. Dann der metallicfarbene Chagoi. Der ist richtig cool. Der gefällt mich. Gefällt mich sehr gut. Das ist dieser Hanhan Ojibwa. Also der ist halb metallicfarben wie der Kuchaku vorher. Habe ich noch nie gesehen. Aber wirklich schöne Saune. Also das sieht schmutzig aus. Dann haben wir hier nochmal einer, wo nur einen braunen Kopf hat. Ist auch gut. Und hier Netsuogon, das sind alles Netsuogon, alles metallicfarbene Soragoi. Auch er hier. Und die sind alle drei okay. Habe ich mit denen gesprochen, die sind okay, Alter. So. Und das geht dann wieder in die Chagoi-Richtung. Schauen Sie, wie unterschiedlich groß die sind. Aber beide hübsch. Und er hier darf auch noch eine Runde weiter. So, dann bleiben uns nur noch Kawari Momo und Ojibwa, aber die machen wir alle zusammen, weil es nicht mehr ganz so viele sind. So, einer der Superstars im Becken ist dieser gelbe Koyo, fällt mir jeden Tag auf. Ist übrigens schön, wenn keine Abdeckung drauf ist und man kann jedes Mal im Vorbeischauen ein bisschen verweilen. Der ist richtig geil, richtig geiler Körper. Dann wird der hier richtig langweilig dagegen, aber trotzdem noch ein hübsches Kerlchen. Hier auch Koyo, aber mit einer Soragoi-Haut. Da sieht man ganz leicht, wie das Gelb langsam kommt. Beobachten wir in den nächsten Wochen, wie es sich entwickelt. Genauso bei diesem Ojibwa. Das wird, glaube ich, auch immer mehr. Und das gucken wir uns auch schön an. Den hier finde ich schön. Allerdings die Zeichnung noch spärlich und er ist auch sehr klein. Trotzdem. Auch er beginnt gerade, wenn Sie sehen, hier ist überall so helles Braun drunter, auf beiden Seiten. Und der geht auch mit. Der Genrin Soragoi auch. Der hat ein bisschen gedrungenen Körper, hat aber auch noch nichts zu sagen. Der wird wahrscheinlich ein schöner Chagoi mit Netzzeichnung. Dann haben wir hier nochmal einen Genrin Soragoi, auch ein bisschen gedrungen. Und hier nochmal einer, der Chagoi wird und ein gelblicher Ojibwa. So, dann haben wir das Becken auch einmal komplett durchselektiert. Schauen wir uns nochmal die an, die ausgeschieden sind. 2, 4, 6, 8, 9 Stück. Das ist wie gesagt wirklich gar nichts. Das ist Peanut. Ja, auch in Folge 19 werden wir, wie angekündigt, wieder drei Teiche zeigen. Die kommen von Andreas, Daniel und Anja sehe ich hier gerade, aber das ist vielleicht der Name des Mannes. Da gucken wir gleich mal. Jens und Anja. Ah, ja, kennen wir auch. So, wir beginnen mit der Anlage von
Andreas. Und Andreas schreibt uns einen schönen, kurzen, prägnanten Ding. Hi Martin, hier ein Video von meinem 30.000 Liter Teich. Er ist gepumpt und alles in Eigenbau entstanden. Gefiltert wird über ein Genesis Papierfilter Evo 3,57,50 und 8% Netto Biologie. Stromversorgung läuft über drei Phasen. Teichpumpe und Luft sind redundant und 2 WPS 3000, das sind diese Wasserstandsmelder, wenn das Wasser weg ist, melden die, sind als Sicherheit verbaut. Es fühlen sich Ogata, Sakai und Momotaro-Fische wohl. Konishi sollen noch dazukommen. Ja, sonst wäre es ja kein Koi-Teich. Ich füttere seit 5 Jahren Konishi-Futter und seit 3 Jahren ausschließlich Number One und bin mehr als begeistert. Habe 20 Jahre alte Fische, die förmlich nochmal aufgeblüht sind. Farbe, Volumen und sogar Wachstum. Mit freundlichen Grüßen, Andreas aus Monsheim bei Worms. Jetzt schauen wir uns erst den Filter zum die zweite Videosequenz, lieber Richie. Die schauen wir uns jetzt an. Der Teich ist natürlich noch abgedeckt mit Styrodur und Lichtsteckplatten, sodass Licht reinkommt zum einen und zum anderen maximale Isolation gewährleistet ist. Und da unten paddeln sie rum. Ja, da sieht man, dass es nur Sakai und Momotaro sind. Ja, ist natürlich Spaß. Das sind natürlich die Könige der Gosanke. Da gibt es überhaupt gar keine Frage. Dainichi noch. Das sind die, und Isa, diese 4 sind, was Gosanke angeht, die absoluten Überflieger. Wobei man natürlich auch sagen muss, wobei das jetzt nicht auf dein Teich gemünzt ist, da gibt es natürlich auch alle Qualitäten. Und wenn Sie mal die Auktionsergebnisse der Topfische dieser Farm gesehen haben, die in Japan erzielen, da wird Ihnen schwindelig, also mir zumindest, und ich neige nicht ganz so schnell zum Schwindel. Aber deine Koi sehen sehr schön aus, das Wasser sieht schön aus, sie sehen wohl genährt aus, sie sehen aus, als seien sie sehr gut durch den Winter gekommen. Hier und da könnte man das Gefühl haben, dass so am Kopf ein leichter Schleimbelag ist rechts bei dem Sanke. Und wenn das der Fall sein sollte, wäre es, wenn es mein Bestand wäre, aber ich will hier keine medizinischen Tipps geben, so der Klassiker, dass ich mal aufsalzen würde jetzt aufs Frühjahr. Und kann aber auch mit den Lichtverhältnissen zu tun haben, also die wahren Gründe für die Schleimbildung. Kennt niemand so wirklich. Man weiß, nachher ist der Schleim da, aber was dann die Ursprünge waren. Oh, da hat einer das Innotec für sich entdeckt. Hier der Genesis Papierfilter Evo 357 und da die Biologie 8% netto, sagst du. Und die Firma Innotec sollte dir an Weihnachten einen Lachs schicken. Aber so wild, wie das manchmal aussieht, das Zeug ist wirklich, also was ich selber damit schon alles erzählt habe. Das ist unglaublich, was man da dicht bekommt mit. Das ist schon verrückt. Und wie es aussieht, hast du auch deine Rohrleitung hier und da mit Innotec verklebt. Hier links sieht es zumindest so aus. Und Tauch-UVC. Ich glaube, ich brauche es nicht zum 10. Mal erwähnen, was ich davon halte. Das war mir einfach zu gefährlich. Hier noch Bürsten und natürlich noch ein Papierfilter. Das ist eine reine Biologie, die du so auch nie sauber machen brauchst. Mit nie meine ich nur sehr selten. Hier hast du deine Helixkammer, sieht auch noch sehr hell aus. Und gefüllt bis ans obere Ende. Und dann hast du noch eine Art Japanmatte. Also die typische Japanmatte ist es nicht. Dann hier die Verbindung. Also ich glaube, das teuerste bei deinem Teichbau war wirklich das Innotec. Dann hast du hier noch schwarzes Helix. Sehen Sie, und das ist jetzt der Unterschied. Michael Rupp, ich weiß, er hasst mich dafür. Das ist jetzt spaßig gemeint. Aber dass ich dieses weiße Helix propagiert habe, das natürlich sehr viel teurer ist als das schwarze. Aber ich sage, das schafft man sich einmal an. Wenn Sie in so ein schwarzes Loch gucken, dann sehen Sie überhaupt nicht, wie der Besiedlungszustand ist. Wohingegen, wenn Sie das Weiße anschauen, ist das sofort erkennbar, wie ist der Besiedlungszustand. Und er sagt, Michael Rupp argumentiert, dass er sagt, dass wenn die Leute dann sehen, dass es helixbraun ist, das nicht mehr gemessen wird. Das kann hier und da vielleicht zutreffen, aber dass die Farbe des Helix gibt natürlich keine, oder ersetzt das Messen nicht. Das setzt sich da natürlich voraus. Also Kameraführung, wenn Sie das etwas langsamer machen würden, dann sehen wir da ein bisschen mehr, aber einen tollen Einblick. Jetzt schauen wir uns noch das Video vom Sommer an, wie deine Koi rumpaddeln, deine Ogatas, Sakais und Momotaros. Das Wasser sieht sehr schön aus.
Belüftung passt zum Fischbestand. Strömung ist etwas mau, also wenn ich hier im linken Bereich sehe, wie die Luftblasen stehen, das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Da würde ich einfach ein bisschen mehr Feuer drauf geben. Aber ansonsten, tolle Anlage. Vielen Dank, lieber Andreas. Und dann freuen wir uns, wenn du mal hier bist bei uns. Und dann werden wir mal richtig deinen Bestand aufpimpen. Dann zeigen wir mal ein paar Karashigoi, wo wie Wachstum funktioniert und wo vorne ist. So, den zweiten Teich, den wir Ihnen heute zeigen wollen, ist von Daniel. Jetzt muss ich gucken, hat er Bilder? Ne, ist Video. Schauen wir, wie lang das Video ist, ob wir es gleich laufen lassen. Ja, das kannst du gleich mal loslaufen lassen. Richie, du startest, warte, du startest mit dem Video jetzt. Dann kann ich den Text von Daniel vorlesen. Hallo Konishi-Team, das ist mein 11,5 Kubikmeter Teich. Nicht perfekt, aber ich bin zufrieden und werde ihn irgendwann noch einmal umbauen. Etwas mehr Volumen, Bodenabläufe und ein Bürstenfilter etc. Ich habe 15 Koi zwischen 22 und 50 cm, zwei davon Akamatsuba Benikumonryu von Konishi. Vielen Dank an Mark. Es ist ein gepumptes System mit zwei regelbaren Aquaforte 20.000, wobei der kleine schwarze Filter nur im Sommer läuft. Die rechte Seite des Teiches wurde nachträglich erweitert. Daher zwei Filtersysteme wegen der unterschiedlichen Tiefe. 2x 36 Watt UVC. Infiziert hat mich ein Freund und Nachbar, siehe Teich rechts am Anfang meines Videos, der auch schon eingeschickt wurde. Trotz Höhen und Tiefen ist es ein tolles Hobby, obwohl es mit einem kleinen Tosai wohl nicht klappen wird, da die ersten 50 Videos schon eingegangen sind. Werde ich trotzdem bald in Abstadt vorbeischauen und mir einen schönen Koi gönnen, sobald es die Lage in Deutschland erlaubt. Vielen Dank und bleibt alle gesund. Mit freundlichem Gruß, Daniel, Niedersachsen bei Lüneburg. So, jetzt muss ich schauen, wie weit wir mit dem Video sind. Ich muss jetzt erstmal hinkommen. Was ist hier jetzt los? So. Jetzt bin ich bei 1,29, steige in den Filter ein. Also mit so einem Drahtgeflecht im Wasser wäre ich vorsichtig, sage ich erstmal, weil ich wüsste jetzt nicht, ist es verzinkt oder was ist es. Da kannst du dir Giftstoffe mit ins Wasser holen. Vielleicht ganz gut, dass ich an der Stelle eingestiegen bin. Der Teich ist auch noch abgedeckt, wie es scheint. Ja, das sieht noch ein bisschen nach Bauphase aus. Was hast du mit der Alufelge vor? Also Alu ist im Wasser auch nicht wirklich gut, falls du die unter Wasser verbauen möchtest. Dann geht es hier zum Teich. Das Video stoppt. Ah, die eine Seite ist auf. Also das Wasser, sage ich dir ganz ehrlich, sieht etwas müde aus, aber ich sehe gerade, du machst hinten Frischwasserwechsel. Also das hat, wenn wir schon immer mal wieder von Glanz sprechen, das fehlt diesem Wasser ein bisschen. Es ist ein bisschen trübe in der Tiefe, aber die Trübe würde mich jetzt weniger stören, als dass einfach kein Glanz drauf ist. Das wird jetzt durchs Frischwasser auch nicht besser. Das kommt einfach durch eine Organik, aber ich vermute mal, du hast das Video auch gedreht, wo das Wasser noch sehr kalt war. Aber auch die kalten Wasser können einen sehr schönen Glanz haben. Also da würde ich mal gucken, dass du ja, im Sommer ein bisschen an deinem Wasser bastelst. Hier hast du deine zwei Filter. Cool unterbaut. Und ich hoffe, du deckst das alles schön ab, weil wenn es in so einen Niveauregler reinregnet, das ist auch nicht ganz so clever. So, wir haben dann, glaube ich, auch noch ein zweites Video. Noch haben wir nicht ganz so viel gesehen. Manche Teiche, gerade wenn Pflanzen dran sind, wie hier, dann sehen die natürlich ein bisschen trist aus im Winter, wenn die Pflanzen gerade nur als verdorrte Ware dastehen. Das ist dann nicht ganz so ideal. Ah ja, hier hast du ja dein Niveau, dein Pegelschalter. Hasseröder. Zum guten Koi-Teich gehört ein gutes Bier. So, nämlich. Und dann haben wir noch ein zweites Video.
Das zeigt dann deine Fische. Hochkant 59 Sekunden. Und auch im Sommer ist dein Wasser nicht wirklich, oder ich weiß nicht, zu welcher Jahreszeit es gedreht wurde, aber man sieht es am Verhalten der Fische. Die, wenn es jetzt sehr kalt wäre, wäre es okay, aber da war ja der Teich nicht abgedeckt. Oben schwimmt Futter, zeigen sie auch nicht wirklich Interesse. Also die sehen jetzt nicht krank aus, aber die sehen auch nicht happy aus. Ich weiß nicht, du weißt vielleicht, was ich meine. Und das Wasser ist einfach unfassbar müde. Ja, also das ist jetzt wirklich nicht das Koi-Wasser oder das Wasser, was Koi lieben. Wir können auch mal eine Competition machen irgendwann, so ein paar Themen aufgreifen, wo sie mal ihr Wasser filmen, wo man das auch mal beurteilen kann. Die Handys machen ja heute wirklich tolle Bilder. Aber das wäre jetzt eher was, wo ich sagen würde, ob sich da Koi langfristig drin wohlfühlen, das kann ich Ihnen wirklich nicht versprechen. Und wenn wir mal so eine Competition machen, ich werde mir das nachher gleich mal notieren, dann können wir da mal verschiedene Wasser, weil es gibt so viele unterschiedliche Trübung, Färbung, Glanz, Gesamtausdruck vom Wasser. Und das wäre vielleicht mal ganz witzig, das zu besprechen, dass die Leute nachher mal sehen, was wir damit meinen und welches Wasser wir für ideal anschauen, wo Koi lange gesund, schön und vor allem bei gutem Wachstum sind. So, ja, der dritte Teich, der uns heute im Blog begleitet, ist von Jens und Anja, war es, glaube ich. Genau, von Jens und Anja. Richie, mach eines der beiden Bilder als Hintergrundbild, während ich den Text vorlese. Oder eines der drei Bilder. Das erste, das gefällt mir. Mit dem Drachen. So, ganz kurzer und prägnante Beschreibung der Anlage. Hallo Martin, hier unser Teich. Folgende Daten: 25.000 Liter Filter, Schwerkraft, Trommelfilter mit integrierter Biologie, Bio Tower, Genesis Durchmesser 80, Höhe 2 Meter, 2 Bodenabläufe, 1 Kimmer, 15 Koi zwischen 15 und 80 cm, Großteil Konishi, gebaut 2008, steilwandig ca. 3 x 5 Meter, ausgeleitet mit PE, Fütterung mit Konishi Black Label, Bilder und Video im Dropbox Links anbei. Grüße aus Erbach bei Ulm, Jens und Anja. Hallo ihr zwei, wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren. Und diese Beschreibung hat mir jetzt gefallen. Die war kurz, prägnant und jetzt können wir gleich ans Wesentliche gehen und sehen hier den Teich der beiden. Und man sieht schon mal, es ist eine alte Anlage, quadratisch praktisch gut. Das ist so eigentlich eine typisch japanische Anlage. Also so würden Japaner seinen Teich bauen. Und Längen-Breiten-Verhältnis gefällt mir auch sehr gut, ist auch gut für die Strömung. Dann, jetzt ist natürlich noch Winter, dann Granitstelen außenrum, zack, die werden dann schön, bekommen Patina, werden mit jedem Jahr schöner. Und das ist so typisch japanisch, ja, irgendwo Klatsch, wirklich quadratisch praktisch gut, ein Rittersportteich im Garten. So. Und was können wir sagen? Das Wasser hat Glanz, jetzt jahreszeitlich bedingt vielleicht auch nicht den ganz hohen Glanz. Ah, das war ein relativ kurzes Video. Okay, dann schauen wir uns noch Bild 5154 an. Da sehen wir einen Inazuma Trommelfilter, hinten ein Genesis Bioturm, wie es ausschaut. Und alles, also aus dem Bioturm natürlich, unter der Terrasse verbuddelt. Das sieht auch gut aus. Dann haben wir noch ein Bild vom Sommer. Da sieht man die Kondition des Wassers. Das sieht schon wesentlich besser aus als das Wasser, was wir beim vorangegangenen Teich gesehen haben. Gefällt mir gut. Und dann haben wir noch das dritte Bild. Das Video war jetzt ein bisschen kurz, ihr zwei. Also wenn wir nochmal aufrufen und ihr wollt euch nochmal dran beteiligen, gerne ein bisschen länger. Aber ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, ob immer alle Daten an mich übertragen wurden und im Büro macht es bei uns jemand, der die alle runterlädt. Und manchmal habe ich auch Ordner, wo nur die Beschreibung drin ist und kein Video. Also es sind mittlerweile so viele Teiche, das ist auch nicht ganz so einfach. Vor allem, weil viele schicken die Daten nicht in einem, sondern da kommen dann 5 E-Mails. Ich habe es schon mal erklärt und dann rutschen die Videos oftmals zwischenrein. So, dann haben wir die drei Teiche heute auch abgearbeitet. Vielen Dank an euch drei und ihr bekommt auch alle einen Tosai. Das ist überhaupt gar keine Frage.